Du bist nicht künstlerisch so aktiv. Nee. Ich bin nicht so der Künstler. Aber ich bin ja eher der Spieler. Dementsprechend geht's heute weiter mit der Wetling. Ich habe keine Augen mehr. Ich auch nicht. Ich will wieder einen Schritt zurückgehen, ist mir zu creepy. Beim letzten Mal. Boah, wo waren wir? Ich glaube, kurz vor Septerna City hatten wir angefangen, haben Alol geklatscht, zum Glück ohne Opfer. Haben uns durch den Wald gekämpft und haben uns hier durch Stratos gekämpft. Ja, wir hatten den Brückensong. Und ich glaube, wir hatten ein Opfer irgendwo. Ja, irgendwo wieder ein random Crit einfach. Bei vollen KP, glaube ich, war das. Ich weiß, Bronzler hat's erwischt. Nee, Zappig, glaube ich, hieß es. Ach nee, stimmt. Mit Klick. Stimmt, das war's. Ja. Ich glaube sogar gegen irgendwie ein Wasser-Pokémon, wo eine Elektronattacke nicht gereicht hat und dann dachte ich so, ach, lololol, Crit. Passiert. Ja. Team? Ja, stimmt. Wieso kann ich nicht laufen? Wieso ist mein B-Knopf da? Moment kurz. Einmal kurz aus meiner Steuerung gucken. Ah, ich habe die beiden Knöpfe vertauscht. Aber dein B-Knopf ist richtig, ne? Ja. Okay, dann habe ich ihn nur bei mir einmal vertauscht. So, passend dazu zu eben, zu den Fanarts, Schlubunkel. Und bei dir Glipuk. Mit, naja, folgenden Attacken. Du auch immer noch mit deinem Erdbeben, ist einfach nur geil. Ja. Dann haben wir Voltenta. Was eigentlich theoretisch mittlerweile ein Vatenta ist, aber mal gucken. Umbenennung erst, wenn es auf der höchsten Stufe ist, wenn dann. Das Problem ist halt, ich finde das Pairing davor, das kann man auch noch lange benutzen. So. Ja. Das hier wird irgendwann schwierig mit Porenta. Naja, also jetzt kannst du es noch für die nächste Arena benutzen. Für die Arenen danach eigentlich nicht mehr, ne? Aber da würdest du Vati auch nicht benutzen wollen. Ich würde es allerhöchstens für die Flugarena nochmal auspacken, wenn ich nichts anderes habe, was effektiv ist, aber ansonsten. Aktuell macht es noch einen guten Job. Aber ich würde dich übrigens bitten, wenn wir gleich in die Arena gehen, dass du Vati und Schlupuk nicht tötest. Ich benutze sie am besten einfach gar nicht. Weil das sind so die zwei, die ich brauche. Wobei Schlupuk kann ich theoretisch auch ganz gut verwenden mit Gift. Ja. Und ich glaube, es ist defensiv gar nicht mal so. Ja, bei Vati. Du könntest ihm sonst den Evoliten geben. Habe ich einen Evoliten? Ja. Irgendwer hat den. Ach da, Litomit hat den Evoliten, okay. Ja gut, gehen wir weiter. Wir haben Scheifratz mit Radnux zusammen. Auch wieder so ein Pairing. Irgendwann wird Radikal wahrscheinlich auch schwierig werden. Das ist schon wieder mein Elektro-Pokémon. Deswegen hast du auch so viele. Ja. Aber da setze ich am besten nicht ganz so viel ein, weil das sind nicht so die besten Defensivwerte. Ja, du kannst halt, also Radikal kannst du für alles irgendwie benutzen, ne? Ja. Hat ja auch Alohe gut gecarried. Jo. Dann haben wir Bronkel mit Quietzel. Das ist so das Pokémon, was bei mir jetzt Arti carryen wird, weil ich habe einfach nichts so richtig Gutes, Effektives. Deswegen muss ich auf die Verteidigung gehen und ich glaube, ich gebe ihm am besten noch den Evoliten eher, damit er einfach alles wallen kann. Ja gut, und Quietzel ist halt so, dabei sein ist alles. Ja, das ist auch gut. Dann haben wir Litoras mit Paramid. Haut eigentlich auch echt gut rein, weil es ist halt sehr effektiv. Als einziges, glaube ich, was ich habe. Na gut, Paras ist eher schwierig in der Käferarena. Danke, Pflanzentyp. Ja. Und unsere Starter Segon und Porimops. Ja, da muss ich dir, glaube ich, nicht sagen, dass du die bitte nicht tötest. Ja, hatte ich nicht vor. Na gut, dann auf in die Arena. Glaube, ich werde auch mit Litoras erstmal starten. Arena geht von 21, also der Arena-Leiter geht von 21 bis 23. Das heißt, wenn wir jetzt mit 2021 erstmal reingehen, sollte es für die Trainer kein Problem sein, hoffentlich. Ja. Na dann, schauen wir mal. Ist das die hässliche? Nee, ist noch nicht die, oder? Das ist die Honig-Arena. Oh, wait. Ah, okay. Gratis Wasser erstmal mitnehmen. Hässliche war dann Schwarz und Weiß 2. Die ist ganz witzig. So. Einmal schön durch den Honig durch. Ich möchte nicht wissen, wie du danach aussiehst. Wahrscheinlich nicht gerade gut, wenn du so durch so eine Honigwand durchgehst. So, guten Tag. Ich möchte sie besiegen. Vor allem,
wer weiß, wie viele Insekten da überall an dem ganzen Honig auch schon kleben. Selbst wenn nicht, du bist danach ja komplett eingesaut. Ich hätte gerne Dusche danach. So. Machen wir mal einen Katapult ins Gesicht. Vielleicht reicht das ja. Nein, tut es nicht. Wie viel tut ein Rasierblatt? Oh, das ist neutral. Ah, das ist gut. Bon. Die Soundeffekte vom Katapult sind ja super. Toxipad. Werde ich wahrscheinlich auch nicht one-hitten. Weil es, glaube ich, eine echt gar nicht mal so schlechte Verteidigung hat. Die Sache ist, du darfst halt auch die Arena nicht unterschätzen. Weil normalerweise hast du an der Stelle ja auch schon Navitaub, denke ich. Und selbst Navitaub kann das nicht komplett selber carryen, ne? Also, Matriful maximal, aber nicht Rollum. Nee, Arti hat ja, wie du schon sagst, Matriful. Matriful hat einfach eine furchtbare Typkombination mit Pflanze-Käfer. Weil es einfach zwei doppelte Schwächen hat. Ich glaube, alleine wenn du mit dem Feuerstarter hier ankommst, ist es eigentlich GG easy. Oder mit Grillmark. Selbst mit Grillmark. So, ja gut, genau. Ist auch GG easy. Na, also Matriful ist halt, kann dir ganz schön wehtun potenziell, aber hat halt auch viele Schwächen. Aber die anderen beiden, Litomid und Rollum. Rollum ist ja sogar das Signature-Pokémon von Mika. Also nicht zu unterschätzen. Ja, vor allem, weil es in Schwarz-Weiß 2 dann plötzlich mit Giftschock und sowas ankommt. Giftschock-Toxin. Mal gucken. Jakobe! Aber ich denke, trainieren müssen wir diesmal wahrscheinlich wirklich nicht. Vielleicht bei Camilla vorher noch mit den Bonbons, aber hier müsste es ja auch so eigentlich ganz gut gehen. Denke mal. Ich habe letztens, die lädt ja aktuell auch auf YouTube Pokémon hoch. Wie fast immer. Pokémon halt. Ich auch. Und also aktuell zumindest. Da hatte jemand kommentiert, das war jetzt noch nicht mal irgendwie ein böswilliger Kommentar oder so, aber da hatte jemand auch gemeint, ob das denn überhaupt noch irgendwie eine Herausforderung wäre oder Spaß machen würde, wenn man eh 900 Sonderbonbons hat. Und ich dachte mir nur so, ja, aber ich verfütter die ja nicht direkt am Anfang. Ja, eben. Ich packe ja nicht jedes Pokémon Anfang direkt auf Level 80. Ich erspare mir ja nur das Grinden im hohen Gras, was man... Also ganz ehrlich, wenn ihr als Kind oder so auch Pokémon gespielt habt oder auch heutzutage, wohl heutzutage ist es schwierig, weil heutzutage musst du nicht mehr grinden. Die Spiele sind so einfach mit dem OP-Teiler. Aber früher, ne, wenn ihr so Gen, keine Ahnung, 1 bis 6 gespielt habt, ihr habt doch mit Sicherheit auch mal eure Pokémon nachtrainieren müssen im hohen Gras. Wenn ihr ein neues Pokémon hattet auch oder so, oder auch mal vor Arena kämpfen. Ich musste zum Beispiel regelmäßig vor Jens zum Beispiel trainieren, weil ich schon alle Trainingsmöglichkeiten vor Bianca genutzt habe. Der war gefährlich. Noch eine Runde mehr Zornklinge hätte mir schon echt wehtun können. Ja, der Felswurf war auch etwas unangenehm hier mit 5-mal Treffen. Na, also ich finde, oder auch Schwarz und Weiß 1, Postgame, wo die plötzlich alle 10 Level höher waren oder so. Oder Diamant und Perl vor der Liga. Ich musste immer ein bisschen trainieren. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt so die coolste Beschäftigung. Nee, vor allem wenn du es dann wirklich für so ein Projekt machst und dann erstmal so ewig lang am Trainieren bist. Dementsprechend helfen die ja auch wirklich nur, plus du hast ja dann auch schlechtere EVs. Ja, meinte Ali auch gerade. Ja. Eigentlich machen wir uns damit nur schwerer, weil wir unsere Pokémon halt nicht ordentlich trainieren. Wie gesagt, war kein böswilliger Kommentar oder so, einfach nur so, ne? Einfach so neugierig fragen. Ja. Ohne irgendwelche Wertung. So wie ich, wenn ich manchmal Sachen frage. So wirklich rein aus Neugier, warum hast du das denn gemacht? Einfach nur, ich verstehe das nicht und ich möchte es verstehen. Schlimm ist das nur, wenn du irgendwie, wenn ich Souls spiele oder so und du dann daneben sitzt und mich fragst, wieso hast du dich treffen lassen und ich mir denke, mit Sicherheit nicht mit Absicht. Echt nicht? Was sind die Regeln? Das kann dir sicher sehr schnell ein Sub beantworten, der einmal Ausrufezeichen Wetlink in den Chat packt. Perfekt. Sogar gleich zweimal. Ja. Guck mal, wie viele Regeln du hast. Kannst du den schöneren Link aussuchen? Bin ich jetzt eigentlich drauf gewesen? Ja. Boing. Steht nicht in der Mitte. Boing. Ah, nee.
Wo verstecken die sich eigentlich? Im Teppich? Wo kommen die her? Der Link von zwei Jahres-Sub muss ja besser sein. Die Logik finde ich gut. Flop. Wobei ich glaube, du müsstest diese Sachen wahrscheinlich gar nicht nur für Subs machen, weil ich denke, wir haben nicht so viele... Ist ja eher so als Schutz, dass es nicht gespammt wird, aber ich glaube... Ich kann es auch mal... nachher mal umstellen, wenn ich dran denke. Oh, da steht ja noch einer. Was? Frech. Den habe ich gerade gar nicht gesehen. Dachte, ich bin schon durch. Guck mal, wie viele Regeln du hast. Ein Spruch, den ihr einer Frau nie beim ersten Date sagen solltet. Oder allgemein nicht. Also generell ist mir das sehr suspekt, wenn ihr so ein Regelwerk zu Hause liegen habt für eure Beziehung. Sind dann die Beziehungsregeln, der Hochzeitsvertrag und sowas, ne? Ja. Also wenn das passiert, dann das und wenn dies passiert, dann das und das gehört dir und das gehört mir und so und so. Wenn du den Müll nicht ordnungsgemäß trennst, schläfst du heute Nacht in der Mülltonne. Genau das. Das Erbe bekomme ich. Nee. Du bist ein bisschen weiter hinten in der Reihe, Ale. Schon. Einmal. Durchgestretcht. Haben wir Alert eigentlich dafür? Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Jetzt, wo du es sagst. Du hast deine Passwörter geändert. Du musst dich da nochmal neu einloggen, damit der Alert kommt. Ah. Ich vergesse das immer, was für eine Auswirkung das hat, dass du deine Passwörter überall geändert hast. Es fällt mir immer später erst auf, was plötzlich alles nicht mehr funktioniert. Mhm. Und das Schlimme ist, du denkst da einfach selber nicht dran. Ich bin immer diejenige, die dann sagt, das musst du noch machen, weil du dein Passwort geändert hast. Und du das einfach nicht merkst. Nee, erinnere mich nachher nochmal dran. Ja. Aber ich glaube, du kannst mittlerweile sogar die Alerts über Twitch laufen lassen für die Kanalpunkte. Mhm. Das ging ja bis vor kurzem nicht, deswegen hatten wir es über eine andere Seite laufen. Aber jetzt ändere ich die auch nicht wieder alle um. Wieso änderst du random eigentlich alles? Naja, weil es schon empfohlen wird, so alle paar, keine Ahnung, so alle ein, zwei Jahre mal seine Passwörter alle mal durchzuwechseln. Yes. Ich würde jetzt nicht das gleiche Passwort wie von vor 20 Jahren noch verwenden. Beziehungsweise, sagen wir 15, da hatte ich schon Internet. Hast du genug Getränke? Deswegen mache ich das einfach regelmäßig alle paar Jahre mal, dass ich so einmal durch einige Seiten durchgehe und mir denke, ach, da kann ein neues Passwort und beim nächsten Mal mache ich da vielleicht noch ein neues Passwort. Er hat einfach Angst, dass ich zu viel heimlich bestelle und deswegen muss er regelmäßig das PayPal-Passwort ändern. Ach so. So, Tränke und Supertränke eingekauft. Ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, bevor das irgendwer glaubt, bevor ich irgendwas bestelle, frage ich Jan immer. Aber das klingt jetzt irgendwie, als würdest du mein Leben kontrollieren. Aber ich finde das nicht. Aber ich finde das einfach sinnvoll, darüber zu sprechen, bevor man Anschaffungen tätigt. So. Mhm. Na? Das ist nicht Female Girl Boss Life. Guten Tag. Wenn du auf diesen Schalter trittst, tauche ich einfach nur auf. Okay. Aber wisst ihr was, um Ali zu zitieren, Female Girl Boss Like ist? Ich habe heute ein neues Rezept ausprobiert. Nämlich eine... Also ich habe Nudeln gemacht und dazu gab es dann so eine... quasi eine Bolognese, aber mit Blumenkohl drin. Und Jan mag eigentlich nicht so gerne Blumenkohl, aber ich will ihm Blumenkohl unterjubeln, weil der ist gesund und eigentlich ist der auch ganz lecker. Und Jan meinte, es war Top-Tier-Essen. Es war sehr, sehr lecker. Obwohl Blumenkohl drin war. Hm. Ich würde zumindest alle auf 22 machen. Das ist ein Level unter dem Cap. Dann sind alle gleich hoch. Okay.
Also ich würde Blumenkohl auch nicht pur essen, wenn dann nur mit Soße oder halt irgendwo drin so. Aber die war echt geil, muss ich sagen. Kann irgendjemand sonst noch Steinhagen lernen? Dann wäre das jetzt der Moment dafür. Bronkel, hallo! Pilzspore. Jetzt brauche ich den Begrenzer auch nicht mehr. Die trifft immer, ne? Geil. Selbst Segon könnte Steinhagel lernen. Was? Segon? Oh, nein, Paramid! Wollt's eh nicht verwenden. Hat keiner gesehen. Die Angriffswerte, ne? Ich war gerade einfach vor dem Steinhagel auf Seemops so irritiert. Die Sache ist, gebe ich jetzt Bronkel den Evoliten oder gebe ich ihn Litoras? Wie sind die Verteidigungswerte von den beiden? Kannst du mir gleich mal kurz deinen Plan mitteilen? Beziehungsweise ich kann dir erst meinen mitteilen. Pass auf. Rollum ist das Erste, was kommt. Ja? Ja. Rollum werde ich versuchen, mit Glibunkel zu wallen, weil Giftkampf ist halt eine geile Kombination gegen alles, was echt von Käfer oder Gift kommen könnte. Mhm. Und ich habe ein Erdbeben, das sollte ja ein bisschen Schaden vielleicht machen. Werde wahrscheinlich trotzdem 3 Attacken mindestens brauchen, aber wenigstens wall ich das Rollum. Dann kommt Litomid, da habe ich einfach nichts gegen. Wie wir wissen, habe ich es nicht so mit Gestein-Pokémon. Mhm. Dann werde ich Psystrahl drauf machen. Mhm. Ich habe vorhin zumindest einen 5er Felswurf überlebt. Also hoffe ich, dass ich den nochmal überlebe mit Porimops. Mhm. Und Matrifol versuche ich dann mit Porenta aufzuschlitzen. Würde auch gut gewollt werden von Glipuk, aber Glipuk kann nichts gegen Matrifol. Mhm. Deswegen will ich mit den dreien das versuchen. Mal gucken. Ja, also gut. Ich fange wahrscheinlich auch mit Bronkel an, weil er einen Sondersensor hat. Wird zwar nicht viel Schaden machen, weil mein Spezialangriff für den Arsch ist, aber ich wall zumindest alles, was es kann. Könnte das Konfusstrahl raushauen. Oh. Das Litomid hat eine schlechte Spezialverteidigung. Also muss ich es irgendwie speziell angreifen. Ist halt die Frage, ob ich auch Bronkel für verwende. Ja. Oder ob ich da vielleicht mal Voltenta reinhole, weil es auch noch eine halbwegs gute Verteidigung hat. Und Donnerschock halt drauf. Aber ist halt die Frage, kann das Bodenattacken? Meins nicht. Also ihr ist wahrscheinlich auch nicht, würde ich jetzt einfach behaupten. Ja gut. Oder seins. Gut, und Matrifol wird dann wieder Bronkel übernehmen mit Steinhagel. Bronkel ist mit Quetzal verbunden. Ja. Das heißt, Quetzal ist auf jeden Fall, macht ja eh nichts. Und gut, Voltenta. Mit Porilam. Ja. Wer hat vorhin nochmal deinen Felswurf abbekommen? Porimops. Wie viel Verteidigung hat er? Ähnlich viel. Und ich war dann nach 5 im gelben Bereich. Dann sollte ich auch einen 5er selbst auch überleben. Wenn es gefährlich wird, kann ich ja jederzeit rauswechseln. Das heißt, einen Angriff kriege ich auf jeden Fall raus und dann sehe ich, was es macht. Und ich bin auf jeden Fall schneller. Stellt Felswurf Kontakt her? Nein. Schade. Wäre lustig gewesen. Hab ich? Jung, gutes Item noch. Leben auch will ich da nicht draufhauen. Ja, der Spezialangriff von Purimops ist geil, aber Itomit hat leider Robustheit. Das heißt, ein Hit kommt auf jeden Fall. Ich habe auch kein gutes Item dafür. Maximal die Überreste, um nach einer Runde noch ein paar KP zurückzuholen. Warte, machen wir das mal so. Ich gebe dir den Granitstein, falls ich dich einsetzen muss für Gesteinsattacken. Mhm. Und du kriegst die Überreste, falls du meine Runde eben paar KP noch heilen musst. Jo! Mal gucken, ne? Also ich unterschätze hier gar nichts. Nee. Mal gucken, wie es wird. Wir haben einen kleinen Plan. Vielen Dank nochmal für eben. Also dann, meine Käfer-Pokémon möchten unbedingt gegen deine Pokémon antreten. Kommen wir gleich zur Sache. Kämpfen wir! Ich stelle mir eure Energizers vor, weil... Man sieht die noch nicht. Boom. Ich finde es übrigens sehr cool, dass je nachdem, wie schwer ein Pokémon ist, umso stärkeres Geräusch oder auch so ein bisschen Wirbel macht, wenn die in den Kampf kommen. Verfolgung. Oh, ich bin neutral. Sogar schneller. Oh nice, das ist ein 3-Hit.
ganz sauber. Also ich meine, ich glaube, das ist bei mir kein Free-Hit, aber ich meine... Er ist bei dir ein etwas höherer Hit. I live. Problem ist, dass er wahrscheinlich gleich heilen wird. Ja, bei mir auch. Kreideschrei. Ich brauche 4 Erdbeben und danach brauche ich nochmal 4 Erdbeben. Dann habe ich keine Erdbeben mehr, aber naja. Mhm. Der Kreideschrei ist halt nicht so nice. Wie viel KP macht das jetzt? 9. Crit ist... Der hat 2 Tränke! Oh, das ist gar nicht gut. Habe ich nämlich nicht genug Erdbeben. Hast du irgendwas, um AP zu heilen? Oder kannst du irgendwie critten? Ja, das wäre auch geil. Ich glaube, bevor ich ihn jetzt besiege, heile ich Bronkel einmal hoch. Ich habe zumindest gesehen, ich habe mal random Top-Elixier gefunden. Vielleicht hast du auch irgendwas in der Richtung mal gefunden. Ja, dann hat er aber wenigstens keine Tränke mehr. Die Sache ist, ich glaube, alles andere, was ich machen kann, ist Finte neutral. Ja. Huch, Käfertrutz. Wenn ich jetzt aber eine Finte mache und dann noch ein Erdbeer, ja, ist egal. Jetzt muss ich aber auf jeden Fall auswechseln, weil jetzt mein Spezialangriff für den Arsch ist. Wobei, in dem Moment, ich greife jetzt eh nur noch physisch an. So, Lito mit. Das probieren wir mal mit Voltenta. So, und jetzt werden wir uns wahrscheinlich beide einmal heilen. Du hast einen Top-Aether, habe ich gerade gesehen. Ah, ja, das ist gut. Konnte ja keiner ahnen, dass ich so viele Erdbeben brauche. Beziehungsweise, dass der 2 Tränke halt hat und... Der ist schneller und macht Sandwirbel. Das ist nicht so gut. Treffe ich? Wobei, ich habe 4 Erdbeben jetzt noch. Oh, das ist fast ein 3-Hit. Katapult. 30? Jetzt bin ich... Okay, oh, nice. Sorry, ich habe dich überschätzt. Das war gut, dass ich den Kreideschrei abgewehrt habe, weil auch wenn Glibunkel den Giftschweif extrem gut wallen kann, ne? Mhm. Irgendwann wird's auch kritisch, aber ich habe jetzt 9 KP Schaden genommen von dem Giftschweif. Selbst wenn ich jetzt dann... Kreideschrei macht dann das Doppelte im Endeffekt. Ja, aber selbst mit Crit müsste ich das dann nochmal leben. Ja. Ich heile jetzt zur Sicherheit, weil wenn er jetzt plötzlich anfängt mit Felswurf und 5-mal trifft, dann könnte es kritisch werden. Ja. Aber er macht nur Katapult die ganze Zeit. Was? Also es war... 15 KP Schaden macht. Es war etwas anstrengend, aber mit 10 Erdbeben hat Glibuk gecarried. So, Lito mit auch down. Da bin ich dann jetzt. Da habe ich leider nicht so viele Möglichkeiten. Ich habe ein Wasser-Pokémon, das auf der Box. Ja, gut. Und ob Quapsel so viel hätte machen können. Bronkel, du darfst dich um Matrifol kümmern. Was bekomme ich erhöht? Spezialangriff. Ah, nice. Aber ich meine, es ist egal, weil er hat eh die Robustheit. Ja. Oh, also, wie viel Schaden du da jetzt machst. Wahrscheinlich im One-Hit. Und er hat keine Robustheit. Was ja, nice. Für ein Lappen. So, wie viel macht das Rasierblatt? Okay, das war ein Crit. Holy moly. Na gut, hat eine erhöhte Crit-Chance, ne? Aber Crit hat 15 KP gemacht. Glaube ich. Den wird er wohl nicht nochmal machen. Nee, er schlägt sich einfach selbst. Das ist gut. Ja. Wie viel mache ich mit Steinhagel? Süß! Mhm. Nun. Schutzschild. Ja. Frech. Der will einfach meine Steinhagel ausstollen. Der wollte scouten. Oh, er ist schneller. Wobei Käfertrutz war Spezialangriff senken. Das ist okay. 15 KP. Ohne Crit. Aua. Das Ding tut echt weh. Aber guck mal, dafür, dass ich so gestruggelt habe bei Rollum, habe ich wieder aufgeholt. Ja. Du hast auch eine Attacke, die gefühlt wahrscheinlich gewonnen hat. Ja, nicht nur gefühlt. Ich muss da ein bisschen mehr kämpfen. Ja, theoretisch könnt ihr noch einen Bedroher. Da hätte ich vorher einen Bedroher drauf machen können. Aber jetzt noch 2 Steinhagel und dann hat sich's. Wer hat bei dir den Bedroher? Luxio. Ja gut, der hätte wahrscheinlich auch ein bisschen was tanken können. Also ich hätte den Männern reinholen müssen, als es gerade losging mit dem Kampf. Aber ja. Bronkel macht das schon.
Also ich muss auch echt sagen, dass Rollum hätte wirklich scary werden können, weil ich denke nicht, dass Porenta das gewonnen hätte und dann hätte ich da schon mal gut Schaden gefressen, wenn ihr gesehen habt, wie viel Schaden das Rasierblatt schon gemacht hat. So ein Giftschweif wäre ganz schön ätzend gewesen, hätte ich eventuell bei Matriful nicht mehr tanken können. Mein Spezialangriff geht ins Bodenlose. Dementsprechend mit Libungel habe ich da echt Glück gehabt. So. War alles safe. Ich habe den Crit umspielt. Crit wären 18 bis 19 KP gewesen. Ich hatte 20. Easy. Also safe würde ich das jetzt nicht nennen. Mit so 1-2 KP Differenz, aber... Es wäre kein Kill gewesen. So, nach sowas. Ich habe doch glatt verloren. Also bist echt ein starker Trainer. Schau, diesen Orden bekommst du jetzt, weil du mich besiegt hast. Nice. Wie schön, dass du auch extra wartest, bis er dann auch tatsächlich in der Box drin ist. Na klar. Nice. Vielleicht nimmt er so, hier hast du diesen Orden. Hol ihn dir. So, damit gehorchen dir Pokémon. Das ist schön. Und du kriegst Käfertrutz. Käfertrutz könnte tatsächlich ganz angenehm sein als Attacke. Wenn du irgendjemanden einen Spezialangriff senken möchtest mit deinem Käfer-Pokémon, ja. Ich möchte halt einfach eine Attacke auf meinem Käfer-Pokémon haben. Ja gut, es ist zwar jetzt nicht unbedingt die beste mit 30 Stärke, aber es ist eine gute defensive Attacke. Dann wiederum ist der Spezialangriff von Paras, glaube ich, echt für den Arsch. Sag ihm das nicht, es ist ein sehr sensibles Thema. Hallo? Sag mal, wo bist du denn gerade? Ich bin gegen eine Wand gelaufen wegen dir. Weil ich nicht gleichzeitig laufen und lesen kann. Hm? Kann ich dich vielleicht um einen Kampf gegen mich bitten? Lili hat mir ein Spezialtraining verpasst und ich fühle mich ein klein wenig stärker. Ich sollte mittlerweile genug gelernt haben, um meine Pokémon vor Gefahren zu bewahren. Am besten treffen wir uns am Tor zur Route 4 in Ordnung. Warum ruft ihr mich jetzt auch nochmal an, um mir das Gleiche zu erzählen, was ich gerade vorgelesen habe? Wie unnötig. Bitte macht es übrigens nicht so wie ich gerade. Lauft nicht durch die Gegend und guckt nebenbei auf euer Handy. Nee, vor allem nicht, wenn ihr über die Straße geht. Selbst wenn ihr über eine grüne Ampel geht, guckt auf die Straße und guckt erst auf euer Handy wieder, wenn ihr auf dem Bürgersteig seid. Im Autofahren sowieso nicht. Das sehe ich auch, ja, das sowieso nicht. Aber halt sehe ich auch oft genug, wenn ich jetzt über die Straße gehe und Leute neben mir halt auch halt über die grüne Ampel halt gehen. Aber dann währenddessen auf ihr Handy gucken. Tut das nicht, das ist gefährlich. Jetzt werdet ihr vom Smombie zum Zombie am Ende. So, womit beginnt Belle normalerweise? Nicht mit ihrem Start, hätte ich jetzt gesagt, ne? Ich glaube nicht. Mit Somnium? Maybe? Ich packe einfach mal Scheifratz nach vorne. Ich habe einen Bedrohr und ich habe Elektro- und Unlichtattacken. Damit kann man... denke mal, nichts falsch machen. Und ich packe Radikal nach vorne. Das sollte ja eigentlich auch gegen das meiste zumindest ein bisschen was machen können. No. Na gut, dann mit Stratos ja auch fertig. Mhm. Abseits von der Kampf-AG, aber die hat heute geschlossen. Ja. AGs nur montags. So. Warte, ich bin sofort da. Hey, Svenjan. Du hast noch unser Versprechen über den Visocaster, oder? Ich habe nichts versprochen. Dann wollen wir mal fix einen Pokémon-Kampf austragen. Doch vorher noch schnell eine Sache.